Es war ein Schock, als BMX-Club Flying Tigers vor 4 Jahren die Trainingsstrecke in Zitterdorf gekündigt worden ist. Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, haben sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Standort gemacht. Fündig geworden sind es Zwiefelden. Seit dieser Woche ist die neue BMX-Strecke befahrbar. Speziell an deren ist, dass sie von Profis aus den USA gebaut worden ist. Thomas Bartlomé. 400 Meter lang, betonierte Kurven und ein Haufen Hügel dazwischen. So sieht die fast fertige neue BMX-Strecke Zwiefelden aus. Sie ist so gebaut worden, dass sowohl der Nachwuchs wie auch die Profis darauf trainieren können und entspricht internationalen Standards. Heute beim Testen dabei ist auch der Spitzenfahrer David Graf. Er ist Profi und letztes Jahr an den Olympischen Spielen gestartet. Er weiss, auf was es bei einer BMX-Strecke drauf ankommt. Ja, wichtig ist, dass du eine gewisse Grösse hast, dass du genug lange Geraden hast, gute Kurven, die asphaltierte Kurven. Und das ist da alles gegeben. Zusätzlich haben wir einen sehr hohen Starthügel, der für uns auch super ist zum Trainieren, weil wir einfach höhere Geschwindigkeiten erreichen. Ja. An der Strecke braucht es jetzt noch Feinarbeiten und die Begrünung muss noch gemacht werden. Wie der BMX-Club Flying Tigers ist mit der Fertigstellung der eigentlichen Bahn aber schon mal ein Meilenstein erreicht. Der Moment ist für den Club ein sehr grosses Ereignis. Wir haben viel Schnuff müssen haben. Wir haben 3,5 Jahre auf diesen Moment gewartet. Das ist eine lange Zeit. Aber das Ergebnis, das jetzt da ist, das macht uns alle glücklich. Der Grund für den Neubau war eine Hiobsbotschaft im 2013. Der Moment, wo wir unseren alten Standort aufgeben mussten in Zitterdorf, da war ein Schlag in die Bauchgegend. Wir haben uns aber dort nicht entmutigen lassen, haben gewusst, jetzt müssen wir die Sachen abpacken und letztendlich Leute können im Wollen. Wir wollten hierher kommen, wo wir jetzt sind, haben mit der Gemeinde Weinfelden einen Partner gefunden, der uns ermöglicht hat, auf einem Hektare Land unseren Traum zu verwirklichen. Oder zumindest jetzt ein Teil davon. Es geht noch weiter, ist noch nicht fertig. Für den Bau der BMX-Strecke haben die Flying Tigers mit Profis aus den USA zusammengearbeitet. Das hat einen einfachen Grund. Sie haben schon über 400 Tracks auf der ganzen Welt gebaut, darunter auch Olympiastrecken, und haben darum fundierte Erfahrungen. Well, the design, we wanted to build it to where everybody can ride it. Wir haben das Design so gewählt, dass jeder die Strecke fahren kann, also vom 5 bis zum 55-Jährigen. Wir haben mehrere technische Abschnitte eingebaut. Wenn sie dann an den Weltmeisterschaften oder anderen Wettkämpfen sind, sollten sie können sagen, dass ihre eigene Strecke viel schwieriger und die Wettkampfstrecke darum kein Problem ist. Noch ist der 1,2 Millionen Franken Bau nicht fertig. Geplant ist noch ein Pumptrack, wie der hier zu Münchwilen für die breite Bevölkerung. Wenn dann auch noch das Clubhaus steht, ist das Projekt definitiv abgeschlossen. Dann ist der Weg auch für nationale und sogar internationale Wettkämpfe frei. So viel von den News-Seiten. Gerade im Anschluss erfahren wir in den Wetteraussichten, ob die neue Woche auch wieder eine Hitzewelle bringt oder ob man weiterhin angenehme 25 Grad geniessen darf, wie heute. Das Wetter in 60 Minuten. Bleiben Sie dran.